Hallo Freunde, herzlich willkommen zu... Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und Deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Und äh, das wird natürlich sofort in Angriff genommen. Ähm, ja, heute bearbeiten wir mal wieder eine Frage, die mir hier reingerauscht ist in einem Kommentar. Und zwar ist die Frage folgende. Sagen autistische Menschen immer die Wahrheit? Und äh, ja, das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Frage. Denn äh, man sagt autistischen Menschen so im gesellschaftlichen Kontext, in der Regel ziemlich breit gefächert nach, dass sie dazu tendieren, äh, ziemlich oft die Wahrheit zu sagen. Während man äh, neurotypischen Menschen dann ja auch aus der Sicht der autistischen Menschen oft vorhält, dass diese äh, eher ein bisschen mehr zum Lügen tendieren. Und woran kann es das liegen, dass äh, es hier so große Unterschiede gibt? Und äh, das ist erstmal eine gute Frage. Und äh, hier muss man so ein bisschen tiefer gehen und sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Und äh, ja, grundsätzlich müssen wir einmal überlegen, warum... Wer denn überhaupt gelogen? Na, und äh, Lügen haben ja verschiedene Ambitionen oder verschiedene Motivationen stecken dahinter. Und mir würden jetzt mal so zwei ganz äh, große einfallen. Und äh, das eine wäre eine Lüge aus einem Schutzgedanken heraus. Und äh, mit Schutzgedanken meine ich in erster Linie, dass äh, wir... Mit der Lüge versuchen irgendwelche. Beziehung zum Beispiel etwas äh, geradliniger auf der Bahn zu halten, indem wir halt nicht immer die Wahrheit sagen als neurotypische Menschen. Und äh, die andere äh, Motivation, die dahinter stecken könnte, ist äh, natürlich eine Täuschungsabsicht. Also wenn äh, ich als Kind zum Beispiel von meiner Mutter gefragt worden bin, äh, hast du die letzte Schokolade gegessen? Und ich habe gesagt, nein, dann war es in der Regel ja schon eine Lüge. Und äh, ich habe das dann auch nicht gesagt, um die Gefühle meiner Mutter zu schützen, sondern ich habe versucht, irgendwie ähm, tja, die vielleicht auf mich zukommenden Konsequenzen oder den Ärger von mir abzuwenden, indem ich einfach dann äh, mit Vorsatz behauptet habe, ich hätte das nicht getan, also hätte die Schokolade nicht gegessen. So und insofern ist es denn so, dass äh, Menschen auch oft zu so tendieren, sich aus schwierigen Situationen herauszuboxieren, indem sie erstmal behaupten, sie hätten mit dem vorgeworfenen äh, Verhalten nichts zu tun und äh, daran wären sie nicht schuld und äh, ja erzählen dann erstmal, dass sie da nicht daran beteiligt waren oder das nicht getan haben und äh, wahrscheinlich ist der Gedanke dahinter, dass ja man hofft, dass die Person, die die Anschuldigung erhebt, dann zur nächsten Verdächtigen überwechselt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So und ähm, dann gibt es natürlich so die, äh, gehen wir nochmal zurück äh, zum eher sozialen Kontext. Also ähm, da geht es denn ja oft um diese äh, Schutz- oder Notlügen. Und äh, das ist dann ganz oft äh, eine Frage der Empathie, denn wir möchten im sozialen Kontext ja eher nicht äh, ständig unseren Gesprächs- und Interaktionspartnern vor den Kopf stoßen. Zumindest neurotypische Menschen haben hier eine ganz hohe Sensibilität und äh, versuchen damit immer, die ähm, ja, Interaktion oder die Beziehung in einer Waage zu halten. Also, dass die durchgehend äh, auch weiter funktionieren und dementsprechend ist es dann hin und wieder mal notwendig, dass bestimmte Aspekte ein bisschen abgemildert oder ja, belogen werden. Zum Beispiel äh, klassische Beziehungsthemen wären, wenn ein negatives Verhalten einfach nicht angesprochen wird, weil man weiß, dass es dann Streit gibt. Und genauso sind es. Die klassischen Beispiele, wie ähm, der Mann fragt: äh, Ja, äh, gefällt dir mein neues Auto? Und die Frau findet das eigentlich nicht besonders schön, aber sagt natürlich: Ja, das gefällt mir, weil sie ja weiß, dass äh, es dem Mann gefällt und der sich das ja nicht umsonst gekauft hat, sondern äh, da er ja schon ziemlich interessiert auch an Form und Farbe war und das natürlich aus der Ambition her erworben hat, dass er das schon ziemlich gut findet, das Auto, so wie das aussieht und vor. Äh, und Farbe und ähnliches. So, äh, auf der anderen Seite gibt es oft so diese Situation, dass äh, zum Beispiel ein Partner sagt: So äh, findest du mich eigentlich noch attraktiv? Oder äh, wie gefällt dir diese Hose? Und manchmal ist es so, dass äh, Menschen für sich selber gar nicht so einen guten Blick haben und wenn eine Hose wirklich überhaupt gar nicht passt oder eine sehr komische Körperform äh, abbildet dann äh, oder produziert, dann ist es oft äh, sinnvoll, Erstmal zu sagen, äh, ja, nee, gefällt mir schon, ähm, aber zeig mir noch mal eine andere. Das wäre dann so ein Kompromiss. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, man in der Regel die Gefühle des Gegenübers nicht verletzen möchte. Also natürlich nicht sagt, naja, die Hose ist ein bisschen eng, weil du auch zu dick bist und äh, deswegen zeichnet die sich ein bisschen komisch ab ne? oder zeichnet den Körper ein bisschen komisch ab. Und schon wäre das eine Irritation für die Beziehung und würde die soziale Interaktion vielleicht in die falsche Richtung lenken. Genau. So, und das sind Überlegungen, die äh, neurotypische Menschen ganz typisch immer anstellen und dann auch irgendwann so im Gefühl haben, sodass das auch automatisch kommt. Ja, und hier ist äh, meine Erfahrung, dass autistische Menschen natürlich auch im Sinne von Anpassung oder vielleicht auch Masking oder sowas äh, im Laufe ihres Lebens dann auch immer äh, mehr einsetzen und da äh, auch so ein Gefühl für entwickeln. Aber gerade so Kinder und äh, junge Menschen oder junge Erwachsene, die tendieren schon dazu, relativ klar die Wahrheit zu sagen, weil die Wahrheit ja auch als etwas Positives gewertet wird. Und dementsprechend äh, verstehen die Menschen dann auch nicht, äh, dass äh, es... Ja, eine Lüge auch eine gute Sache sein kann, um die Gefühle anderer Menschen zum Beispiel zu schützen. Und äh, viele autistische junge Menschen, die ich kenne, haben da überhaupt kein Verständnis für und auch wenn wir das besprechen, sagen die, naja, aber Lügen ist doch scheiße und äh, naja, wenn jemand dick ist, dann ist er halt dick, ne? Und dann kann man dem das auch sagen. Ja, und hier sind wir wieder auf so einer Ebene, wo neurotypische und autistische Menschen halt eine äh, ja, unterschiedliche Empathie und auch manchmal eine sehr unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie man. Mit seinem Gegenüber am sensibelsten ähm, kommuniziert und viele autistische Menschen haben da auch kein Interesse dran, besonders sensibel dann äh, irgendwelche Verhaltensweisen oder oder Gesprächskulturen zu erlernen, ähm, die sie dann ein bisschen besser durch den Tag bringen. Und äh, ja, und dementsprechend bleibt die Wahrheit eine ja, große... Irritationsmöglichkeit, die autistische Menschen so mit sich tragen. Äh, ich persönlich zum Beispiel äh, genieße meine Arbeit mit äh, vielen autistischen Menschen äh, diese Ausprägung sehr. Und äh, ich finde es immer ganz gut, wenn mir denn jemand... Äh, sagt, äh, nachdem mich schon 100 andere Menschen an dem Tag gesehen haben, dass ich was zwischen den Zähnen habe. Das sind dann meistens nämlich meine autistischen Klienten, die mich darüber informieren. Und alle anderen haben das natürlich auch gesehen, aber dass das aus Höflichkeit nicht gemacht. Ne? Aber manchmal ist es dann so, dass Menschen, die einem ein bisschen näher stehen oder die einen ein bisschen besser kennen, das dann natürlich auch machen. Aber oft ist man aus Höflichkeit dann wieder auf der falschen Bahn. Und hier muss ich doch sagen, dass ich autistische Menschen und ihren Bezug zur Wahrheit ganz, ganz insbesondere teilweise sehr zu schätzen weiß und äh, ja da sehr viel mit anfangen kann, denn das ist zuverlässig und ich weiß auch damit umzugehen. Aber dieses Hintergrundwissen hat nicht jeder und deswegen fühlen sich halt oft Menschen auch ja verletzt oder wie soll man sagen ja ich könnte jetzt metapher aussuchen, aber das mache ich nicht ähm, mein Fazit lautet, ähm, von autistischen Menschen klare Ansage schätzen lernen und sie zumindest nicht so eng zu sehen. Ne? Denn äh, die Grundidee autistischer Menschen ist oft, dass Lügen etwas Schlechtes ist und deswegen wollen sie sich fair verhalten und sagen die Wahrheit. Und dieses Gefühl dafür, an welcher Stelle man vielleicht doch diesen Schutzgedanken äh, ein bisschen in den Vordergrund schieben sollte, das sind halt... Äh, Einschätzungen, die autistische Menschen oft nicht so gut führen können und dementsprechend auch hier wieder einfach mal ein bisschen Verständnis zeigen für diese spezielle Verhaltensweise und äh, ja, dann äh, kommt man schon ganz gut miteinander aus. Alles klar. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut. Und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mal, bis dann, ciao.